ganz spontan haben wir uns entschlossen, jetzt mit Zoo zu gehen. Also, ziehen wir mal einen Tiger hier, voll cool. Ich liebe irgendwie Tigers, weiß auch nicht. Löwen gibt es leider keine hier, echt schade, finde ich viel besser. Ja, so sieht die Map hier aus, so ganz grob. Ja, es ist nicht so arg groß hier. Ein bisschen mehr warten, vielleicht reichen hier 3 Stunden oder sowas. Eintritt, ja, ich glaube $20 für einen Ausländer, ein bisschen teuer. Aber wir haben jetzt nur 10 gezahlt, irgendwie nur so Spezialangebot, was wir hier gerade anbieten. Deswegen haben wir gerade nur $10 gezahlt, also für mich halt, für sie 5, glaube ich. Und ja, ganz in Phnom Penh, nicht weit entfernt von hier und so. Ganz cool, mal wieder ein paar Tiere zu sehen hier. Schwarze Bären, was weiß ich was alles. Krokodilen gibt es da noch, Elefanten. Ja, jetzt gehen wir gerade mal zur Bird Show, zur Vogelshow. Gucken wir mal, wie es wird. Hallo. Schön, dass ihr dabei seid. Also nächster Tag, Montag, auf dem Weg wieder nach Siem Reap, aber währenddessen haben wir ja bei Old City gehalten. Und ja, eine Sehenswürdigkeit hier in Phnom Penh bisschen nördlich. Ja, ich würde sagen 1,5 Stunden vielleicht, mit Tuk-Tuk 2 Stunden. Schon ein bisschen die Strecke. Ja, Old City, also Phnom Udong, bin ich auf Khmer, war ja die Hauptstadt 1618 bis 1866, über 52 Jahre lang. Also hier hat irgendwo der King gelebt da unten und ja, ich bin Art Tempel, da haben wir dann goldener Buddha drin, und als wir gebetet haben. Ja, ganz schön, ein bisschen oben halt auf dem Berg, also 509 Schritte. Ja, leider kein Fitnessarmband nicht dabei, so ich habe es zwar mitgenommen, aber noch nicht angezogen bis jetzt auf der Reise. Hätte ich eigentlich mal machen sollen, ja. Ja, kann man gehen, ganz schön. Man wird so ein bisschen umworben hier von ja, für die Blumen und von Fächern, wollen die dann wieder Trinkgeld haben oder sowas. Aber ja, kann man gehen, ja, ganz schön.